Willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin Morgens Jakob von den Fragda und ich bin hier in Heroes and Generals. Da ist jetzt das Furnace Update live gegangen und deshalb schaue ich natürlich rein. Es bringt 5 neue Panzer, leichtere Rangaufstieg. Das ist mir gerade aufgefallen, weil wie ich reingekommen bin, stand da erstmal befördert, zugelassen, also ja. Dass diese Schranken, also diese Aufstiegsbarrieren, die Anforderungen wurden gesenkt, offensichtlich drastisch. Siberia ist runtergeladen, sehr schön. Dankeschön, Steam, immer nett. So, Siberia habe ich mir gefragt, der Games Archive. Ich habe es mir aber jetzt die Tage nochmal über Steam gekauft, in so einem Adventure Pack Package. Und jetzt habe ich es nochmal runtergeladen und installiere es, damit ich, ich wollte mal gucken, ob da ein Unterschied ist, weil ich habe gesehen, da stand in der Shop-Seite bei Siberia stand irgendwas von 2014, bla bla bla. Und ich habe ja die alte CD-Variante, das Spiel hat ja schon ein paar Tage auf dem Buckel, da wollte ich einfach mal gucken, ob es da einen Unterschied gibt oder ob das nur halt quasi angepasst wurde, damit das lauffähig ist. Wobei ich jetzt auch mit der alten CD keine Probleme hatte auf Windows 8.1. Erfreulich. So, wie auch immer. Heroes and Generals. Was wollte ich eigentlich mit dem nochmal? Ich weiß, dass ich mit den Jungs in irgendeine Richtung wollte. Ich weiß bloß zum Verrecken nicht mehr, in welche Richtung. Ich glaube, einen wollte ich zum Fallschirmjäger machen. Finde ich jetzt alles, sie haben auch das ganze Menüführung, deshalb bin ich jetzt hier schon mal ins Spiel gegangen und nicht erst während des Gefechts. Wo ist denn der Ruski? Ah, da ist er. Haben sie überarbeitet, gefällt mir auch so besser, ich finde es so ein bisschen übersichtlicher. Das ist natürlich Geschmackssache, ich nehme an, man gewöhnt sich auch relativ schnell wieder dran. Den habe ich ja sogar bald dann. Der Panda. Das würde mich natürlich reizen. Der Panda. Aber da fehlt mir die Knete. Da muss ich mal ein bisschen mehr spielen, damit ich dann in die Knete komme. Ist halt die Frage, ob wie fern in dem Spiel eigentlich ein Spähpanzer wirklich Sinn macht, gell? Genau, dieses Truppding wird auch über Arbeit verbessert. Ich glaube, der hier sollte. Na, das sieht ja schon wieder richtig aus. Interessanter Frontverlauf. Offensichtlich wurden die Deutschen schon wieder platt gemacht. Nee. Naja, fast. Und es geht wieder zwischen den Amis und den Russen irgendwie. Was sind denn die Deutschen? Irgendwo müssen sie ja sein. Ganz ausgelöscht scheinen sie ja noch nicht zu sein. Naja, egal. Yeah.
Genau. Das ist dieser Strang, genau. Und ich wollte ihn zum Fallschirmjäger, glaube ich, machen. Und den anderen wollte ich zum Scharfschützen machen, also zum Aufklärer. Das ist natürlich etwas sehr Cooles. Soweit bin ich noch weit und noch lange nicht, muss man auch mal sagen. Dazu, ja, es ist noch Beta. Ja, und sie geben sich Mühe und sie machen Updates und so. Aber das Spiel, ich kann das mal an einem Wochenende spielen, drei, vier Gefechte, und dann treibt mir das dermaßen die Zornesröte in die Stirn oft. Also zuletzt, ich weiß nicht, vielleicht ist mit dem Update jetzt wieder besser geworden, dass ich dann halt einfach keine Böcke mehr habe und dann wieder hinwerf. Mal, da stimmt noch was, 1600. Doch, das ist der. Warum hat der hier? Check ich ehrlich gesagt gerade nicht so ganz. Egal, wir fahren jetzt mal eine Runde Banzer. Ah, das wurde aber ein bisschen überarbeitet, schön. Haben die schön überarbeitet. Das kann durchaus sein, dass das aber relativ lange dann. Dauern kann mit der Match, mit der Wartezeit, bis ich irgendwo reingematcht wird. Ich unterbreche mal kurz die Aufnahme, und wenn ich in Gefecht komme, dann sehen wir uns da gleich wieder. Bis dann. So, und da sind wir im Spiel. Ich bin begeistert. Wir sind sogar Spieler. Nee, das ist normal bei Houston Channel. Da die joinen und spawnen da immer noch nach. Das ist auch gut so. Das ist ein bisschen flexibler alles.
jetzt hier Camper oder was? Ist jetzt ein Witz, oder? Alter, das ist ein Angriffsspiel. Wir sollen das hier einnehmen. Damit ist offiziell der Typ ein Idiot.
Willkommen auf YouTube. Voll Idiot. Ja, super. Großartig. Ich habe nämlich nur einen bescheuerten Schraubschlüssel, weil in dem Spiel, wenn man Schraubschlüssel hat, sonst keine Waffen mehr zugelassen wird. Das ist nämlich auch sowas, was mich in diesem Spiel jedes Mal wieder kurz vor die Weiße rückt. Und ich kann doch nicht ertrinken in dem Scheiß. In dem netten Spiel. Ich kann doch nicht einfach sagen, okay, ich gehe jetzt ins Wasser und dann bin ich weg. Aber ich wollte ja nicht Beifahrer werden. Ich habe das angehabt. Das ist mein Spiel. Ich kann das genau einmal spielen am Wochenende. Danach stinkst du hin. 3 Wochen warte, geht's doch mal. Wand? Arschloch. Scheiß Cheater. In jedem Spiel. Immer gibt's Cheater. Warum ist das jetzt während des Kampfes gesperrt? Warum ist das jetzt gesperrt? Arschloch-Spiel. Die ja gegen welche Russen haben.
sag grad, warum ich keine Sprinkgranaten mehr habe. Warum ich immer Panzerbrechen und Huhn habe und Maschinengewehr. Leute, Infanteristen, die wahrscheinlich irgendwelche Panzerabwehrmittel haben. Sechs Mann! Sechs Mann um mich drum herum. Es gibt bestimmt gerade ein kleines Kopfbild. Sippemann! Alter, wo ist die deutsche Armee? So ein Scheißspiel. Man sieht halt nichts. Man ist absolut hilflos, wenn man nicht... Also, ohne Scheiß. Das Spiel kann man nur spielen, wenn man das in der Gruppe spielt. Wenn also mit vier Freunden im Teamspeak, die mit einem zusammenfahren, die einem sagen, hier links von dir, für die Touren, die mit dem Panzer sind, die als Infanteriebekleidung sind, allein mit dem Panzer da rumgurken, ist vollkommen für den Arsch. Was kann man denn das so auswählen, weil man sieht fast nichts. Man wird einfach irgendwo weggesniped, weggesprengt, irgendwelche Infanteriste, man kriegt halt einfach nichts mit. Das ist halt einfach ein ganz extremes Multiplayer-Spiel. Das kann man halt wirklich nicht allein spielen, auch nicht allein im Multiplayer, sondern man muss wirklich in der Gruppe da spielen, sonst ist das einfach bloß total witzlos. Vom Balancing kann ich jetzt nichts sagen, ob sie es verbessert, verschlechtert haben. Ich habe mit dem Jagdpanzer, mit der Wolverine, habe ich mich ja jetzt nicht kloppen müssen. Der stand ja irgendwo anders da rum. Da kann ich ja nichts dazu sagen. Einen netten Eindruck, dass es in der Luft irgendwie, also beide Seiten haben in der Luft ja was.
Steuerung kommt mir halt immer noch extrem schwammig und behäbig vor. Behäbig. Behändig, behäbig. Genau, es kommt mir behäbig vor. Als ob ich wie irre in die Tastatur drücken muss, bis da irgendeine Reaktion eintritt und dann sehr schnell ins Schleudern kommt. Den dicken Hals von diesem Spiel. Ich weiß ja gar nicht, wo die ganzen geistig grenzenden Arschkinder sind, mit denen ich eigentlich ein Team bilden sollte. Weiß ja, ob die irgendwo rumlaufen, irgendwo in den Bergen herumwandeln, Blümchen suchen. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, warum ich direkt bei uns am Spawn allein bin. Also das Spiel ist auf jeden Fall, wenn man niedrigen Blutdruck hat, kann man das empfehlen als Therapiemittel. Nach einer halben Stunde spätestens ist der Blutdruck auf 300. Minimum. Ich kriege hier immer so Aggressionen, das ist so schlimm.
nachladen, 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 nachladen. Ranschleiche und mir die Haftladung anbringe. Ich verstehe ja nicht, warum ich schon wieder allein bin. Warum kommt von unserem Spawn eigentlich nie einer? Gut, der fährt immer da hinten am Bach entlang, voll Idiot. Unsere sind halt ganz viel irgendwie in der Luft unterwegs. Ich habe den Eindruck, dass die alle überhaupt nicht auf dem Land spawnen, sondern falsche Wege sich absetzen lassen. Was halt voll für den Arsch ist scheinbar und ganz viele Flugzeuge bringt uns dann scheinbar auch gerade nichts. Weil wir halt die Zone dann einnehmen, wenn wir hier kreuzen. Und dann ist das halt total nutzlos. Weil darum geht's nicht. Deutschen Panzer sind halt im Vergleich zu den Ami-Panzer sind in dem Spiel halt richtig scheiße. Das habe ich mit dem Tiger schon festgestellt, weil du da gegen irgendwas Großes gematcht wirst. Der schießt dir einen ruckzuck kaputt und so selbst mehrfach durchschieße. Also ich weiß nicht, das war zumindest beim letzten Update noch so. Danach hatte ich auch keinen Bock mehr auf das Spiel. Ich bin jetzt nur wegen dem neuen Update mal wieder da. An was bin ich denn da jetzt schon bitte? An dem scheiß Brennholzhaufen! Scheiße, ich werde mich auch noch mitten in den Brennholzhaufen geparkt. Ich weiß halt echt nicht, warum der deutsche Vierer jetzt keine Sprenggranaten mehr hat. Ist auch Schwachsinn. Eigentlich aus mittlerweile durch gegen so einen kleinen Baum fahren. Aua. Okay, hat das beschädigt. Ja, nee, ist klar. Guckst du jetzt hier? Was sind denn noch nicht mal? Was sind hier? So, jetzt? Und sieht der mich? Da. Also ich sehe ihn nicht, aber ich habe ihn getroffen. Ich habe einfach auf der Dach in die Ecke, da fährt irgendwas. Ich habe in die Ecke geschossen. Weil von da, glaube ich, die Granaten herkamen. Das hat der Hauptjahr, habe ich den anderen bei zwei Fahrern drin. Das finde ich aber auch geil. Der hatte sich, deshalb hatte der mich so locker. Der hatte sich bei uns im Spawn eingekämpft, die scheiß Wolverine. Spawn Camper. Ich hasse Spawn Camper, egal in welchem Spiel. Ich hasse sie.
Ach, leck mich. Von dem Spiel kriege ich einfach bloß Zustand. Wenigstens bleibe ich mittlerweile mehr in irgendwelchen Hecken hängen. Es wäre immer noch lächerlich, dass man von irgendwelchen kleinen Gummibäumen aufgehalten wird, noch beschädigt wird, aber nein. Dem komischen Master nicht kaputt fahren. Den Schlagbaum kann ich nicht kaputt fahren. Oder fehlt was? Nee, den meine ich nicht. Das ist unsere, das ist mir klar. Zwei scheiß Schuss brauche. Ach. Wie oft muss ich den treffen? Viermal? Ich weiß es nicht. So ein unfaires Balancing. Aber in der allerletzten Scheißsekunde haben wir das noch rumgerissen. Das ist ja natürlich wiederum geil. Also ich muss ja sagen, ich mag ja das Spiel grundsätzlich. Ja? Ich mag das komplette Spielsystem, weil das erinnert mich ja total an Battlefield 42. Mir gefällt prinzipiell auch die Optik und der Spielaufbau. Was mir halt nicht gefällt, immer noch, dass das Fraktionsbalancing zueinander, von den Fahrzeugen auch zueinander, von den Bewaffnungen zueinander, das finde ich halt immer noch extrem unfair und ungleichgewichtet. Es ist halt noch Beta, ja? Seit, weiß nicht, 5 Jahren. Es wird aber zunehmend besser. Ja, also man merkt mit jedem Update, es wird besser. Es kommen neue Funktionen, es wird umgestellt, so dass man doch ein bisschen vernünftiger spielen kann. Wenn jetzt das Balancing nach langfristig mal vernünftig wird, wird das noch irgendwann ein richtig geiles Spiel. Aber prinzipiell bleibt festzuhalten, ihr könnt so ein Spiel fast nicht allein spielen.
Ihr müsst ein paar Freunde mit an den Start bringen, Teamspeak oder Skype oder scheißegal was, irgendwas, wo wir kommunizieren können vernünftig. Und ihr müsst zusammenspielen und zusammenbleiben. Ihr habt es ja gerade gesehen, ich fahre da allein rum, ich sehe kaum was, wenn ich ein Panzer bin. Als Infanterist ist man dann wiederum Opfer, wenn da ein Panzer kommt, der geleitet wird und beschützt wird. Wenn man allein mit dem Panzer rumfährt, ist man einfach nur Opfer. Wenn man aber Leute dabei hat, die oben im Gehhocke, die als Infanterie rechts und links mit dabei sind und noch mit einem anderen Fahrzeug, dass man Zielabsprachen, sich gegenseitig auf was hinweisen kann, dann ist das richtig, richtig geil. Nur allein Kacke. So, wie gesagt, jetzt im Gefecht selbst habe ich jetzt nicht den großen Unterschied zu den vorher gemerkt, aber ich glaube, hier ging es halt tatsächlich darum, mehr Content. Sie haben ein neues Fahrzeug, neue Waffen und Tarnung und Krempels. Was mir gut gefallen hat, dass sie die Ränge hier runtergesetzt haben, die Anforderungen dafür. Das Menü und so ist wieder ein bisschen besser geworden. Also es wird, ja, es wird. Auch wenn ich natürlich hier hinterher immer Blutdrucktablette nehmen muss. Aber auf der anderen Seite ist es auch ganz schön, wenn man ein Spiel hat, das einen so ein bisschen auch mitfiebern lässt, wo man da wirklich emotional mal mitgeht und nicht davor hockt und einfach so total tiefenentspannt, ja, links, rechts, ja, oh, scheißegal. Nee, also dann ist es ja auch so wiederum noch besser, wenn ich mich wirklich ja aufregen kann. Das heißt ja, dass ich mit dem Spieler wirklich mich da reindenken kann, also da ich da mitfieber, ja, sonst würde ich ja nicht emotional werden, sonst würde ich ja sagen, mir doch egal. Also jetzt nicht, wenn jetzt hier Fanboys das gucken, dann nicht in den falschen Hals kriege, so, oh, der Mann, die machen das Spiel schlecht. Nein, das ist nicht, ja. Das würde ich auch nicht ständig wieder angeschissen kommen und wieder hier reingucke und, oh, neues Update, hier sind Channels installieren, mal gucken, was los ist. Ja, wenn ich das Spiel einfach nur kacke finden würde, würde ich das ja nicht machen, da hätte ich das abgehakt für mich. Ist ja aber nicht so. So, wie auch immer, wir haben gewonnen, das ist geil, oder? Ja, finde ich auch. Ich würde sagen, ich sehe euch hier wieder. Ich muss mal gucken, ob ich vielleicht vom Clan mal wieder ein paar Jungs organisieren kann, die vielleicht, keine Ahnung, das Gedächtnis verloren haben und sagen, ah, hier ist ein Channel, das ist interessant, ich spiele mit. Weil die meisten, denen haben ja ähnlich wie ich dann irgendwann mal einen Anfall gekriegt und seitdem spielt bei uns keiner mehr das Spiel. Ich bin so der Einzige, der hier ab und zu eben ankommt, weil ich halt immer noch die Hoffnung nicht aufgeben will, dass es irgendwann auf dem Balancing so ist, dass ich richtig Spaß dran haben würde. Ich wünsche euch Spaß. Wir sehen uns wieder in diesem Spiel oder in einem anderen Spiel, wie ihr wollt. Aber auf jeden Fall im Fraktar Games Archiv. Macht es gut. Und hoffentlich auch oft. Ich wünsche euch was. Tschüss.